Hi, ich bin Alexandra. Ich habe Swiss ProMap auf meinem Handy installiert und möchte eine Wanderung planen. Und zwar vom Zürichberg auf den Uetliberg. Dazu muss ich als erstes das ganze Wanderwegnetz anzeigen lassen. Das kann beim ersten Mal etwas dauern, denn alle Daten müssen zuerst auf mein Handy geladen werden. Darum bin ich froh, dass ich jetzt hier in meinem WLAN bin. Sobald die Wanderwege angezeigt sind, kann ich darauf auf meinen Startpunkt tippen und ihn festlegen, dann die Karte zu meinem Ziel hin verschieben und dort wieder tippen, um das Ziel festzulegen. Dann wird die Route berechnet und angezeigt. Wenn die Route angezeigt wird, kann ich auf diese drauf tippen und sehe jetzt zum Beispiel das Höhenprofil. Ich kann mit dem Finger dem Höhenprofil nachfahren und finde so heraus, wo denn die steilste Stelle dieser Route ist. Und die ist bei der Falaise. Ich kann der Route einen neuen Namen geben und kann sie speichern. Meine Route ist jetzt in der App gespeichert. Ich kann sie über das Menü unter Tracks wieder anzeigen lassen und öffnen. Ich kann ihr zum Beispiel eine neue Farbe geben, um sie dann mit einer Freundin zu teilen. So, ich habe jetzt die ganze Route vor mir und möchte gern sehen, was es entlang dieser Route alles so zu sehen gibt. Die weißen Punkte zeigen übrigens die Richtung der Route an. Ungefähr in der Hälfte unserer Wanderung sind wir am Bellevue, ein guter Ort für ein Straßencafé. Nun möchte ich mir die anzeigen lassen. Dazu gehe ich ins Menü und wähle unter Anzeigen Open Street Map Poise. Ich sehe jetzt überall, wo ein Häkchen gesetzt wird, das wird mir auf der Karte angezeigt. Nun kann ich sehen, ob auch mein Lieblingsstraßencafé am Sonntag geöffnet hat. Ich verschiebe die Karte zum Anfang unserer Wanderung hin und kann dort sehen, ob es zum Beispiel Trinkwasser oder Parkplätze gibt. Diese Wanderung ist nie weit weg von der Zivilisation. Ich kann also den kleinen Rucksack mitnehmen und in Straßencafés sitzen. Jetzt dort bei der Falaise sehe ich eine Burg. Ich kann diese Burg anklicken und auf Wikipedia wird verwiesen, dass es sich vielleicht bei dieser Burg doch um eine relativ interessante Sache handeln könnte. Ich war noch nie dort, also werde ich sehen. Auf den Uetliberg fährt, wie jeder weiß, das Uetliberg-Bähnli. Ich kann mir in Swiss ProMap den öffentlichen Verkehr jeder Station in der Schweiz anzeigen lassen. Dazu gehe ich wieder ins Menü unter Anzeigen, öffentlicher Verkehr. Ich kann dann die Station antippen und sehe dort den Offline-Fahrplan. Wenn ich das zum ersten Mal tue, bin ich wieder froh, wenn ich das zu Hause mache, denn der ganze Fahrplan muss wieder aufs Handy heruntergeladen werden. Dass auch der Fahrplan offline ist, ist vor allem dann wichtig, wenn man in den Bergen wandert und schauen muss, dass man noch irgendwo ein Postauto erwischen kann. Hier in Zürich ist es voll okay, dass Swiss ProMap die App der SBB aufruft und so den Online-Fahrplan zur Verfügung stellt. Gehen Sie raus, probieren Sie Swiss ProMap aus, Sie können eigentlich nichts falsch machen.